So, mein Action-Cam ist nun ausgegangen, der Akku ist leer. Wir sind jetzt hier bei der Zillierbach-Talsperre. Das Wetter hat sich ja ein bisschen verbessert. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir hier, tiefer sind als weiter oben logischerweise. Dort ist dann ganz anderes Wetter. Ja, und von der Zillierbach-Talsperre hat man einen wirklich hammergeilen Blick hinunter. Ihr seht es, schön in das Tal rein, um Felsen umgeben. Da ist das Schieberhaus. Ja, das ganze Ding ist videoüberwacht, aber nicht abgesperrt. Also keine Fallnetze, wie man es an den anderen Talsperren kennt. Ja, wir haben ja auch Überlaufschutz, aber aktuell ist die Talsperre normal voll. Deswegen braucht man sich da erst in ihr keine Sorgen zu machen. Ja, wir fahren jetzt ja einmal unser Schieberhaus drumherum, denn wir müssen auf die andere Seite. Da hinten geht der Weg lang, da wo die Bank ist. Genau da. Ja, von da hinten sind wir gekommen. Die Wolken hängen sehr tief, deswegen auch der Nieselregen. Ja. Da sieht man dann, wenn die Talsperre voll ist, läuft sie dann über die Mauer. Ja, das ist aber jetzt wie gesagt nicht der Fall. Da fehlt noch ein bisschen Wasser, bis es überläuft. Ja, gut. Wasser sieht sehr trüb aus, aber wenn man es filtert, sollte man das auch trinken können. Ja, jetzt fahren wir einmal rundherum. Da geht der Weg hoch, den müssen wir nehmen. Ja, hier steht dann noch ein Schild. Da steht drauf, hier am Peterstein nahe einer Quelle wurde bei Fluss, was steht da? Flussschachtungsarbeiten zur Zillierbach-Talsperre 1935 ein Weihefund aus der Bronzezeit. Um 1000 vor Christus geborgen. Ja, die Schrift ist ein bisschen altmodisch gestylt. Ja, also hier ist irgendwo noch eine Quelle. Ja. Mein GPS dazu was sagt, ist eine andere Frage. Können wir ein bisschen runtergehen. Weil der Peterstein, der ist irgendwo in die Richtung, da muss auch eine Schutzhütte sein. Da soll auch angeblich ein, ja, wie soll ich sagen, ein, na, da ist die Schutzhütte. Man erkennt es jetzt nicht. Auf jeden Fall, dort ist eine Schutzhütte. Und da ist der Peterstein. Ja gut, dann sehen wir uns am Peterstein wieder. Es fängt an zu regnen. Bis später. Wir sind nun von der Zillierbach-Talsperre hier hochgefahren und dann gleich wieder links. Wenn man weiter geradeaus fährt, kommt man zu einer Schutzhütte. Dann ist man zu weit für die Stempelstelle hier. Ja, das ist die Stempelstelle Nummer 36, Peterstein. Nicht Zillierbach-Talsperre, sondern Peterstein. Das ist halt der Fundort von dem Bronzefund, von dem Weihefund des Verstorbenen aus der Bronzezeit. Ja, und irgendwo hier muss das wohl gefunden haben, jemand. Ja, hier ist ein schöner Platz zum Essen mit wirklich wundervoller Aussicht. Jetzt gerade hat es mal aufgehört zu regnen. Es sind immer so Schauer, die kommen, habe ich festgestellt. Ja, jetzt holen wir uns den Stempel hier. Da liegt auch irgendwas drin hier. Und irgendeiner, vielleicht kennt ihr ja jemand. Roswitha Süchtig. Okay. Naja, gut, dann wollen wir uns dann weitermachen zur nächsten Stempelstelle. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Es ist 10.01 Uhr, so relativ früh noch. Ja. Und dann wollen wir mal
sehen, dass wir weiterkommen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Stempelstelle oder Blauer See, je nachdem, was jetzt folgen wird. Bis dahin. So, wir sind jetzt bei der Höhle Volkmarskeller. Ja, da unten fließt ein ganz klarer Bach aus dem Berg raus. Der muss hier irgendwo im Berg entspringen. Der ist richtig klar. Da glaube ich sogar, dass man das Wasser noch nicht mal filtern muss. Ja, hier zwei Höhleneingänge. Einer noch links rum. Da geht der Trampelweg lang. Ja, wir gucken jetzt einfach mal in die erste Höhle rein. Und ja, die geht sehr, sehr tief rein. Da mache ich jetzt die Kamera mal kurz aus und Licht an. Einmal die Aussicht vom Schornsteinberg, wo wir gleich unsere nächsten Stempel abholen. Hier ist eine Sitzbank. Ja, und da geht es einen ganz steilen Weg hoch, immer ein Serpentin. Von da unten, vom Schwimmbad aus. Ja, und hier hat man eine wundervolle Aussicht. Auf 460 Metern. Wundervoll. Da unten die Bahnstrecke. Wunderschön. Ja, wir sind jetzt schon Rüberland aus bergauf gefahren. Wieder auf, ja, wie hoch sind wir jetzt? Auf 467 Meter. Da hinten geht es zu einem Wegweiser. Hier ist ein Wegweiser, hier ist die Stempelstelle. Von beiden Seiten kann man kommen. Einmal von hier und einmal von dort. Von Rüberland unten aus. Ja, als nächstes geht es für mich Richtung Elbingerode und Königssitte zurück nach Schierke. Ja, und das ist der Pavillon hier. Ein schöner Aussichtspunkt, der sich wirklich lohnt, mal hoch zu gehen oder hoch zu fahren. Ist auch alles machbar mit dem Mountainbike und zu Fuß genauso. Und ja, dann sehen wir uns später wieder. Bis dahin.